Jakute ist der Dotcom von 2259. Und jetzt gibt es von Kokett, ja, dem Fastfood-Label vom Lidl, das geschnetzeltes Züricher Art Schwein. Genau. In Champignon-Rahmsoße mit Eierspätzle. Ja. Genau, hier die Zutatenliste. Zum Beispiel etwas namens Pilzpulver. Okay. 6,8 Eiweiß, 3,4 Fett. Ja, ist okay. Genau, Mikrowelle 900 Watt, 8 Minuten. Nehmen wir das auch. Und genau, die Folie hier bleibt drauf. Wenn ihr das noch nie gesehen habt, dieses Produkt hat so ein Dampfventil quasi schon eingestochen, damit man überhaupt keine Arbeit mehr hat. Genau. So, da wären wir. 8 Minuten. Genau. Und starten. So, da ist es fertig. Genau. Ja. Und ab damit ins Studio. So, dann werde ich mal die Folie abziehen. Genau. Und hier ist jetzt das Zeug. Ja, den Champignon riecht man auf alle Fälle. Und diese Schälchen eignen sich auch sehr gut, um dann andere Mikrowellengerichte, irgendwelche Beutel, Sachen, die in Beutel kommen oder so, die kein eigenes Schälchen haben. Da kann man ja die alten nehmen. Ja, mehr oder weniger ein Teller ist das. Werde ich mal anfangen zu futtern. Mhm. So, das ist jetzt nicht so das beste Mikrowellengericht. Also man merkt schon deutlich an, dass es mehr oder weniger nur aufgewärmt ist. Und irgendwie fehlen hier diese Pfannenaromen, diese Brataromen. Das schmeckt mehr oder weniger nur wie gekocht oder so. Ja. Qualitätsmäßig ist okay. Genau. Oder vielleicht mag ich einfach nur nicht geschnetzeltes Züricher Art, kann ja auch sein. Genau, habt ihr irgendeins aus der Serie probiert? Wie hat es euch geschmeckt? Und das war die Folge. So, this is yet another microwave dish from the Lidl. Yeah, it's frozen food and it says like geschnetzeltes, which means like meat. Cut it into stripes. Yeah, this here, this is the geschnetzeltes. And it's like the Züricher Art. So many greetings to all my viewers from Switzerland. Yeah. Like with mushroom cream sauce and this traditional pasta, like also traditional in southern Germany, this Spätzle. Alright, this is not the greatest of microwave dish. It really feels like just heated up. I think this dish has normally like smoky or like pan aromas that it was fried. And here it feels more like a soup, more cooked. That is why it's just scalded raw. But it's nice quality. Nothing really. Little bit negative. It's very good for the fact that it's a microwave dish. Yeah, have you ever been to Lidl? Have you ever tried one of these in this series frozen food microwave dishes? Let me know. What's your favorite one?
Do you like your microwave? Okay, that's it. Thanks a lot.